Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Mittwochabend, 6. Oktober 2021. Wir mussten ein wenig länger auf diese Partie warten. Entsprechend ist es auch eine Nachholpartie. Und heute Abend darf unsere Eintracht ran gegen den heimischen FV Engers 07. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Eintracht-Fans, liebe Zuschauer, zu einer neuen Übertragung von SVE TV hier live vom Stadion am Wasserturm. Und beide Mannschaften zuletzt bärenstark, die Eintracht seit 7 Spielen ungeschlagen. Und genauso oder so ähnlich sieht es dann auch bei unserem heutigen Gegner aus, bei der Mannschaft aus Engers. Aus den letzten 6 Partien ist diese Mannschaft mit 5 Siegen rausgegangen. Und ja, Ali, Frage an dich: Wer setzt denn heute seine Siegesserie fort? Ja, am besten natürlich wir. Und damit wir auch den Vorsprung vorne noch mal ein bisschen ausbauen können. Ich hätte mich stark gewundert, wenn Alis Antwort heute anders ausgefallen ist. Ich kann dazu sagen, das Wetter ist mittelmäßig. Die Stimmung ist allerdings schon auf einem Siedepunkt. Die Eintracht heute in Weiß-Grau ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, und jetzt melden sich auch lautstark die Mitgereisten aus der ältesten Stadt Deutschlands, aus Trier. Achtung, Kontergelegenheit für Engers. Da muss jetzt Kalo Anger raus. Laufen gelassen nach diesem Foul auf der rechten Seite. An wem habe ich nicht gesehen? Schusschance. Einfach mal flach abgezogen. Und Deno, ja, muss dahin. Ball war abgefälscht. Und natürlich auf diesem Rasen, wie gesagt, er ist nass, hat bis eben hier genieselt in Engers. Knapp 20 Minuten gespielt. Wow. Und der Schuss, klar, den kannst du probieren. Wir haben uns eben noch gewünscht, dass die Eintracht hier auch wieder einen Blitzstart hinlegt. Ich glaube, zumindest dieses Etappenziel hat der SVE heute Abend nicht erreicht. Das muss aber natürlich nichts heißen. Ist ja klar, die Mannschaft mit dem höheren Ballbesitz. So, Kinscher, der treibt das Leder nach vorne. Kinscher legt ab auf Garnier, der aus der zweiten Reihe einfach mal flach. Ja. Und das wäre doch jetzt eigentlich guter Ausgang für die erste Halbzeit. Und der war natürlich gefährlich. Schöner Kopfball da von Robin Garnier nach der Hereingabe. Der ruhende Ball von der Eckfahne. Kontermöglichkeit für Engers läuft. Heinz rückt raus, allerdings immer noch in Ballbesitz. Setzt sogar in der Überzahl. Riesengelegenheit. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer es war. So, also hier hat es jetzt richtig angefangen zu schiffen. Flanke, Heinz Klär zum Eckball. Baku, oder kommt an. Kommt an bei König. König setzt sich durch, zieht in den 16er ein. Spielt ab zu Johnny Amberg. Johnny Amberg! Oh. Hey. Dickste Gelegenheit für unsere Eintracht in der ersten Halbzeit bislang. Und die findet ja gleich auch ihr Ende. Ja, die Eintracht jetzt dann doch mit mehreren Gelegenheiten hier kurz vor der Halbzeit. Kopfball, jetzt das Ding. Also normalerweise macht Johnny Amberg den nachts ohne Flutlicht mit verbundenen Augen. Ja. Oh, Fehlpass von Husic. Gut, von Garnier auf Kinscher. Kinscher raus. Raus auf Edis Sinanovic, der mit der Reingabe in die Mitte und dann aus kürzester Distanz. Sven König, den muss er doch machen. Wow, Grätsche vorbei an Heinz.
gut von Kinscher. Kinscher auf König, der setzt sich da gut durch. König zieht an die Grundlinie, geht nochmal in die Mitte, zieht ab und Husic, Endstation. Safet Husic im Tor des FV Engers. Also der sechste Eckball kommt jetzt hier für den SVE, die hier gut aus den Katakomben kommen. Ja, und die Riesenmöglichkeit war für mich die beste in diesem Spiel für unsere Eintracht. Weiß nicht, wie du das bewertest, Ali. Nee, genauso. Der quirlige König ist es wieder mit der einzelnen Aktion. Die schauen wir uns gleich nochmal an nach dieser Ecke. Garnier mit dem Kopfball. Abschluss und ja! Für unsere Eintracht und es müsste Henk van Schaik gewesen sein und so ist es in der 54. Minute und es hatte sich angedeutet durch die Riesengelegenheit vorher durch Sven König, aber es ist Henk van Schaik nach dieser Ecke, der das 1:0 hier am Engerser Wasserturm besorgt. So, Ali, und das macht die Fahrt hier am Mittwochabend doch lohnenswert. Aber ein bisschen verschätzt. Ah, Fehlpass. Gut geholt von Amberg. Jetzt hat Sinanovic da ein bisschen Platz und Zeit. In die Mitte auf Amberg, der kann das. 2:0 an Kinscher. Yeah! Mit dem Abstaubertor in der 59. Spielminute. Geht ab. King Kinscher hat ja heute das Vertrauen von Anfang an bekommen von Josef Sinar. Durfte von Beginn an ran und jetzt die Eintracht binnen ein paar Minuten gleich mit dem Doppeltreffer. Ja, der Doppelschlag hier in Engers am Wasserturm. Ali, ist das die Vorentscheidung? Na, so weit will ich noch nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Schritt in Richtung Auswärtserfolg hier in Engers. Der stand direkt an dieser Stelle parat, muss jetzt aber noch in Diskussion mit Sven König. Unterdessen stellt Husic seine Mauer, seine Drei-Mann-Mauer. Kinscher darf es machen und was für ein Tor in der 67. Spielminute. Und auch da geht er nochmal ab, also er trägt sich doppelt in die Torschützenliste ein. Dominik Kinscher nach seinem Abstauber mit jetzt einem sehenswerten, traumhaften Treffer. Zieht jetzt an den mitgereisten Fans vorbei. Jo! Ali, ich wiederhole meine Frage. Jetzt ist der Deckel doch drauf, oder? Ja, jetzt. Hoffentlich ist er drauf. Ich lege mich da immer noch nicht fest. Es sind immer noch 23 Minuten zu spielen. Ich habe dafür schon zu viel erlebt im Fußball. So, und auch auf dieses Tor schauen wir natürlich noch mal in der Zeitlupe drauf. Ja, sehr gerne. Fast ohne Anlauf. Zwei Schritte, zack, Husic in der falschen Ecke. Und der schlägt sowas von genau in der goldenen Ecke links oben ein. Traumhaftes Tor unserer 18. Ja, Querschläger ja. Kommt aber bei Crispi Baku an. Der geht an Freund und Feind vorbei. Jetzt aber gute Aktion von Crispi Baku. Leitet weiter auf Robin Garnier. Robin Garnier mit viel Platz. Schaut jetzt, was macht er. Gibt nochmal raus auf Sinanovic. Und der mit dem 4:0 in der 72. Minute. Also jetzt geht's hier Schlag auf Schlag im Regen im Engers. Und auch das war richtig sauber gemacht. Und das war gar keine richtige Abgabe da von Bibaku auf Robin Garnier. Das war vielmehr so, dass Robin Garnier gesagt hat, mehr oder weniger nahtlos, ab hier übernehme ich den Ball. Und dann natürlich das perfekte Auge für Edis Sinanovic, der sich auch am Mittwochabend wieder in die Torschützenliste einträgt. Amberg auf Schneider, kommt er noch an? Ah, da muss er dem Ball ein bisschen entgegengehen. Deswegen jetzt die Kontergelegenheit durch Runkel. Nein. Oh, Ball klatscht an den Pfosten und das wäre auch ein Traumtor, müssen wir an der Stelle neidlos anerkennen, gewesen. Ja. Aber Ball neigt sich dann wieder aus dem Tor.
Aber so richtig wissen sie natürlich, werden sie heute Abend hier nichts mehr ausrichten können. Nee. Oh, Fehlpass, krasses Ding, schön durch die Beine gespielt. Crispy Baku, der macht jetzt noch ein paar Meter, noch mal eine Drehung. Gibt den Ball auf Fischer, Doppelpass. Nee, kommt nicht an. Jetzt noch mal der Ball von Amberg. Und er scheitert an Husic. Jetzt haut er auf die Uhr. Und so ist es. Also, die Eintracht gewinnt das Nachholspiel in Engers mit 4:0. Wieder 4 Tore für den SVE. Und ja, die Siegesserie, sie hält. Ja, absolut, Ali. Und da freuen wir uns natürlich alle drüber. Ist jetzt der 8. Sieg in Folge für unsere Eintracht. Und auch am Mittwochabend bleibt sie ihrem Motto treu. Am besten zu Null und am besten hoch gewinnen. Und das hat sie auch heute Abend hier wieder geschafft. Möchtest du einen Spieler herausheben oder heute wieder für dich eine geschlossene Mannschaftsleistung? Ja gut, Kinscher bietet sich natürlich an mit dem Traumtor. Aber ja, es war heute auch wieder eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Es war kein einfaches Spiel für die Mannschaft, war das erwartete Geduldsspiel. Und ja, du musst dann auch irgendwie einfach mal so eine Führung erzwingen. Und das hat die Mannschaft heute gemacht. Ja.